herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind in Neckarsulm angekommen bei Audi. Timo, dich brauche ich ja nicht vorstellen. Nico, du stellst dich am besten einmal ganz kurz vor. Nur mit einem Satz. Ich bin Nico Siebeck, bin verantwortlich hier für die Audi Tradition, für Ersatzteilservice und Vertrieb. Okay, reicht schon. Kurz und knapp. Nein, wir sind heute hier in Neckarsulm im Audi Forum. Neckarsulm. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn man das ausspricht. Das wird der Nico als quasi der Standortvertreter. Neckar-Sulm. Es ist der Neckar und die Sulm, die zusammenkommen. Und deswegen heißt es Neckar-Sulm. Neckar-Sulm. Also vielleicht heute eh nicht hinkriegen, aber beim nächsten Mal, wenn ich hier bin, dann merke ich es mir vielleicht. Aber es ist ganz wichtig, dass wir das gesagt haben. Wir brauchen der Firma nämlich Zeugen, weil das ist ein sehr sensibles Thema und da wird sehr viel Wert drauf gelegt. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir das angesprochen haben. Hast du schon mal gehört, Nico? Nee. Nee. Also jeden, den ich kenne, der sagt immer, aber ganz normal Neckarsulm. Okay, egal. Neckarsulm. Wieder was gelernt. Ja. Aber eigentlich, ich weiß, das Einzige, was ich weiß, ist die Quattro GmbH, die früher diesen genialen RS4 da unten gebaut hat. Wir können einmal ganz kurz hinchecken. Wir werden nämlich heute ein paar Videos machen. Eigentlich geht es nämlich um dieses Fahrzeug. Jeder, der mich kennt, weiß, RS4 B5, mein Herz schlägt dafür. Und ich wollte unbedingt mal hier so in diese heiligen Hallen. Gar nicht so unbedingt autobezogen, aber das seht ihr im nächsten Video später. Deswegen sind wir eigentlich hier in Neckarsulm. So, und die Quattro GmbH kam auch früher hierher. Das heißt, die Autos wurden damals auch hier gebaut. Genau, der RS4 B5 ist hier am Standort gebaut worden, in Neckarsulm. Mhm. Er kam vorgefertigt von Ingolstadt und ist hier komplettiert worden. Was geht hier heute so? Ja, heute wird hauptsächlich eigentlich der A6 und der A8 gebaut, teilweise auch A4 aktuell. Und in den Böllinger Höfen haben wir explizit dann noch das Thema e-tron GT und den R8. Und Timo, ihr als Audi Tradition habt aber hier auch einen Standort? Nee, ihr habt nur eine Ausstellung. Nein, wir haben hier auch einen Standort. Ach, ich auch Standort. Ja, genau. Also wir bespielen hier das Forum mit einer kleinen Ausstellung, was wir hier vielleicht gleich noch in dem einen oder anderen Schnitt nochmal sehen werden. Dein Lieblingsthema quasi. Ja, genau. Und, aber wir haben auch den Standort, der geleitet wird von Nico, wo es um das Thema Audi Tradition, Audi Traditions Parts, Ersatzteile geht. Und das ganze Feld befindet sich hier mit dem Geschäftsfeld am Standort hier in Neckarsulm. Das heißt, Teile komplett alles hier? Genau, wir sind der Hauptsitz sozusagen von Tradition Parts hier und versorgen hier weltweit unsere Teile. Dann könnt ihr euch nämlich vielleicht auch schon vorstellen, was noch alles so kommt heute. Ne? Aber Teile machen wir später. Genau. Erstmal, wie in der Schule. Genau. Gibt so ein bisschen, weil ich bin tatsächlich wirklich jemand, der das jetzt nicht nur macht, weil damit wir ein Video drehen, sondern ich bin wirklich tatsächlich jemand, der so gerne viel weiß, übertrieben gesagt. Ne? Ja. Und die Geschichte von Audi, wir haben bei uns in Einbeck den PS-Speicher, wo es auch viel so Motorräder geht. Genau. Da ist so im Ansatz auch ein bisschen was, weil ich glaube, wenn ich auch schon sehe, wir kommen auch zum Thema Zweirad noch so ein bisschen. Mhm. Aber erzähl mir ein bisschen. Du machst das besser als ich. Also wenn wir jetzt natürlich wirklich in die Geschichte von Audi eintauchen würden, dann haben wir natürlich vielleicht nochmal das ein oder andere Video nochmal mehr zu erzählen. Weil da haben wir ja nochmal ein paar Themen, weil die Geschichte von Audi ja doch recht umfangreich ist. Ja? Eigentlich haben wir vier Ringe bei der Marke Audi, aber es gibt ja vielleicht auch den fünften Ring sozusagen, sagt man immer so ein bisschen despektierlich. Und das ist natürlich die Marke NSU hier mit dem Standort und mit der Prägung des Standorts hier in Neckarsulm, ja, die hier 1873 auch gegründet wurde und dann halt hier verortet wurde zum Produktionsbeginn damals. 150 Jahre genau. Also. Genau. Das ist auch der Grund, warum wir diese Ausstellung hier haben, auch ein bisschen im erweiterten Rahmen, weil wir halt dieses Jahr das Thema 150 Jahre Marke NSU gefeiert haben und haben anlässlich dessen hier ein bisschen was aufgefahren, damit man sich halt auch die Markengeschichte in Form von den Produkten ein wenig anschauen kann. Und NSU auch wegen Neckarsulm? Oder? Tatsächlich. Es kommt wirklich ganz klassisch aus diesem Wortspiel her. Das heißt Wortspiel, das ist ja so. Das ist aber gut kombiniert. Ja, aber musst du kurz überlegen. Ist eigentlich total simpel. Eigentlich ja? Es hat nichts mit irgendwie Herstellernamen oder irgendwas zu tun, sondern es ist tatsächlich diesem Standort geschuldet. Hätte ich aber wirklich gerade nicht gemacht, wenn ihr mich nicht korrigiert hättet, wie der Ort heißt. Ja. So, ne? Weil nur dadurch kommt natürlich dann noch der Zusammenschluss bei NSU. Ah, das könnte genau, das hier sein. Genau. Kurze Frage. Wem gehören diese ganzen Exponate? Ist das dann alles Audi-Tradition? Oder kann man das so auch nicht sagen? Manches gehört hier, manches gehört in Teilen. Also wir haben eine umfangreiche Sammlung, wo wir einige Exponate zur Verfügung stellen können. Das bezieht sich natürlich im Schwerpunkt auf Fahrzeuge und auch Zweiräder. Mhm. Es gibt aber auch Exponate, die wir zum Beispiel nicht im Sammlungsbestand haben. Das ist einfach den Umfängen auch dieser vielfältigen Markenhistorie geschuldet. Und die beziehen wir dann über Leihgeber, die dann so nett sind und uns das zur Verfügung stellen. Aber wenn es mit Autos zu tun hat, dann ist es schon immer Audi-Tradition, die Fahrzeuge auch nicht immer. Okay. Wenn man ganz spezielle Sachen hat,
dann ist es tatsächlich, also hier da vorne die Fahrzeuge zum Beispiel und auch hier jetzt in dem Fall hier die Strickmaschine, ja, eine der ersten Produkte, die NSU 1873, dann, nachdem sie angefangen haben, hergestellt haben, die Marke, haben wir zum Beispiel nicht im Sammlungsbestand. Letzte Frage, bevor es losgeht, wie viele Exponate sind das ungefähr? Weil wir kommen später auch noch so zum Thema Teile und das sind alles Zahlen und Mengen und so. Meinst du jetzt bei der Audi Tradition an sich, meinst du jetzt Exponate, Fahrzeuge, Zweiräder oder sowas? Alles, was ihr so als Exponat bezeichnet, also, weil das muss ja unheimlich, also ja, wahrscheinlich ist es für euch noch zu wenig, ihr hättet lieber mehr, aber das muss ja schon. Ja, also wir haben in Summe haben wir tatsächlich über 700 Fahrzeuge, über 200 Motorräder und dann noch super viele Motorräder. Ja, tatsächlich. Ich meine, die Marke NSU mit einer großen Anzahl, einer der größten, weltweit größten Zweiradhersteller in der Vergangenheit gewesen. Die Marke DKW als einer der weltweit größten Zweiradhersteller in der Vergangenheit. Da gibt es ein ganz, ganz breites Spektrum an Fahrzeugen, also an Zweirädern und Modellen auch, die sie damals auf den Markt gebracht haben. Und davon haben wir halt einiges. Angefangen hat tatsächlich alles mit dem Thema Strickmaschinen. Ja, das ist halt, man fragt man sich manchmal, wie kriegt man da den Transfer hin zum Auto. Boah, das da hangelt man sich halt zwischendurch durch und orientiert sich sicherlich natürlich auch an den Bedürfnissen der Gesellschaft. Und Mobilität war schon immer so ein Thema. Und irgendwann ist die Marke NSU dann dazu übergegangen, neben Strickmaschinen auch Zweiräder herzustellen, nämlich Fahrräder. Ganz simpel. Zunächst erstmal Fahrräder, ganz einfache Fahrräder und dann später motorisierte Fahrräder im weiteren Sinne, sprich Motorräder. Und ist dann avanciert zu einer sehr großen Zweiradmarke. Sowohl im Bereich der qualitativ sehr hochwertigen für die damalige Zeit Fahrräder und Motorräder und hat sich da halt extrem etabliert. Das heißt, was ist das ungefähr jetzt, nicht aufs Jahr genau, über was reden wir denn da? Vor 1900 wahrscheinlich, oder? Vor 1900 sein. Ja, das wird davor sein. Ne? Vor unserer Zeit, kann man sagen. Muss ich jetzt auch... 1880, ja. Du brauchst keine Brille, ich bräuchte eine zum Lesen. 1880. Also tatsächlich. Fahrrad? Motorisiertes Fahrrad, dann ist eher immanent, ne? Genau, einfach Motor dran gebaut ans Fahrrad und das sind sozusagen die Evolutionsschritte zum Motorrad dann hin. Ne? Ein Dreiviertel PS, ne? Ja, ganz wichtig. Ich finde bei solchen Dingern halt immer echt tatsächlich diese Technik damals faszinierend, halt mit der Petroleumlampe, wo du nicht nur hier tanken musst, sondern auch da tanken musst, damit du Licht hast. Und würde ich als Motormensch, wenn man sich zum Beispiel mal einen Blick drauf macht, Brennkammer, Zündkerze, außerhalb, ne? Ja. Lustig. Ja. Also eigentlich ist hier Zylinderkolben, der drückt das dann aber tatsächlich hier nochmal rein, wo es dann gezündet wird. Ja. Und ein Riesengetriebe dran, ja. Aber das ist, glaube ich, bei ganz vielen Firmen so, dass sie erst irgendwas anderes produzieren und dann mit der Zeit, mit der Größe abwandeln. Ja, kommt hier heutzutage, was die ganzen Firmen alles produzieren. Das macht auch tatsächlich hier das Werk hier in Neckarsulm aus. Ja, also wir waren flexibel, wir haben uns dann geändert. Das eine hat nicht mehr funktioniert, dann sind wir umgesprungen einfach auf das nächste. Ja, und da dieser Wandel von Strickmaschinen, Fahrräder, Motorräder, Autos, ist schon, also das sind schon Riesenschritte. Ja. Aber für die Zuschauer nochmal in Bezug auf Audi, wir sind zur Sekunde eigentlich immer noch beim fünften Ring. Also es hat noch gar nicht so viel mit Audi eigentlich zu tun. Ja, wir sind NSU hier noch. Ja. Also hier die Ausstellung ist ja 150 Jahre NSU. Ja, und das ist tatsächlich auch noch Marke NSU, bevor sie halt mit der Marke Audi zusammengewachsen ist. Da jetzt nochmal. Da musst du tatsächlich jedes Mal beim Losfahren noch so eine Kerze reinstecken. Ja. Also hier ist tatsächlich mehr oder weniger das erste Auto, wo wir haben. Und NSU hat das Fahrgestell dazu gebaut. Der Motor kam damals von Daimler. Das Licht ist auf jeden Fall gefühlt so, als wenn du heute bei so einem Golf 1 oder Golf 2 das Licht anmachst. Dann hast du ungefähr die gleiche Lichtwirkung, wie wenn du hier eine Kerze reinstellst. Wachskerze, genau. Ja. Mich würde mal interessieren, was man damit sieht, wenn man jetzt so fahren würde. Siehst du hier. Echt? Also es ist ja immerhin hier ein Reflektor hinten schon mal drin. Also so ein bisschen nach vorne. Aber ich denke mal, das wird primär auch eher sein, dass du gesehen wirst. So, ne? Also viel Licht. Gut, die waren ja auch nicht wirklich schnell. Ne? Also viel Licht will das nicht machen. Und das sieht man auch richtig, das so war früher die Pferdekutsche. Ne? Also einfach einen Motor reingebaut in die Pferdekutsche. Schönes offenes Getriebe. Zwei Gänge, muss reichen. Und los geht's. Ist sowas theoretisch schon lauffähig? Läuft der? Ja, klar. Echt, die laufen? Damit durch die Innenstadt. Aber das ist so ein originales Fahrzeug oder ist es nachgebaut? Das ist tatsächlich original, ja. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass es wirklich mit dem Auto. Guck mal, die Lampe lenkt mit. Also es war schon gedacht, um wirklich ein bisschen Licht in die Richtung zu machen, wo er hinfährt. Was mich halt fasziniert aus der Vergangenheit heraus ist, wie du sagst, die Lampe leuchtet mit. Das waren ja damals auch clevere Menschen, die sich Dinge überlegt haben. Und tatsächlich mit den damaligen Mitteln wurde ja alles auf die maximal mögliche Einfachheit reduziert. Ja. Und das halt so in die Umsetzung zu bringen, das finde ich halt total toll. Du siehst es halt heute, denkst du dir, oh, guck mal da, das ist jetzt echt, echt spannend, das zu sehen. Aber ganz oft sind die Dinge auf den Zweck und auf diese Einsatzfähigkeit so stark reduziert worden und auch umgedacht worden,
das finde ich tatsächlich so eine Sache, die begeistert mich immer wieder bei alten Sachen. Und ich überlege auch bei sowas immer, guck mal, das ist jetzt 130 Jahre her, ob wir in 130 Jahren, wir nicht mehr, aber irgendjemand in 130 Jahren da steht und die iPhone-Palette durchguckt und sagt, oh, damals das erste iPhone 1, damit hat sich die Welt revolutioniert, so ungefähr. Ne? Und die Frage ist, ob du denn in der Zeit noch mit dem iPhone noch fahren kannst, in Anführungsstrichen, so wie du hier jetzt noch mit dem Ding das fahren stimmt. kannst, oder ob das iPhone halt noch... Nee, das kannst du selbst ja jetzt schon nicht mehr anmachen. Ich habe zu Hause noch einen alten Communicator, so. Original verpackt, nicht ausgepackt. Glaubst du, dass der noch läuft? Ich weiß es nicht. Also beim iPhone ist es definitiv so, du kannst ja irgendwann die Updates nicht mehr machen. Ja, das heißt, du kannst auch gar keine Apps und so weiter. Also du wirst noch eine SIM-Karte reindrücken können, wenn diese großen SIM-Karten noch gehen. Ja. Die hatten ja noch die großen SIM-Karten. Ja, eben. Also das als Motor-Dreirad ist, glaube ich, nicht einfach zu finden. Ist auch, wird wahrscheinlich so ein bisschen mehr gewesen sein, hinten ein Fahrer drauf und vorne hast du dich durch die Gegend fahren lassen. Ne? Ja, genau. Ja. Der Chef sozusagen, der war dann vorne gesessen und hat sich hast du wenigstens den gefährlichsten Platz gleich vorne, ne? Also wenn du irgendwo reinfährst hinten, dann hast du wenigstens Polster vor dir. 4 PS. Aber 4 PS geht ist, glaube ich, gar nicht so langsam, ne? Nö, aber da geht schon was. Ich meine, wir haben jetzt hier zum Beispiel in dem Bereich der Ausstellung, wo hier so der Eingang ist, ja, haben wir jetzt, sind wir jetzt sehr schnell zu dem Thema Fahrzeuge gekommen. Ihr habt nachher vielleicht noch mal Zeit, noch mal einen Blick da hinten über die hintere, über die Palette zu schwenken. Das sind dann Fahrräder, ist natürlich vielleicht etwas unspektakulär für den geneigten Zuseher. Ich bin auch ehrlich, dass die... aber trotzdem gab es nicht, nicht den sofortigen Sprung, sondern da ist noch eine Historie auch noch dahinter, was das Thema Zweiräder und Fahrräder angeht. Mhm. Das ist nochmal wichtig tatsächlich, weil das ein wahnsinniger Geschäftszweig auch für die Marke war und damit die Marke wirklich auch mit groß geworden ist. Ja, das ist tatsächlich so. Das Fahrrad war halt das erste Mobilitätsgerät für jedermann, womit du halt einfach mal von A nach B gekommen bist. Ne? Weil, zu Fuß bist du halt mal ein Dorf weitergegangen, aber auch nicht weiter. Und mit dem Fahrrad konntest du ja schon mal ein bisschen, bisschen weiterfahren. Ne? Ja. Genau, und an NSU siehst du dann wirklich, wie sich die Bevölkerung auch entwickelt hat. Jeder hat ein Fahrrad erstmal gefahren, dann hat man mehr Geld gehabt, dann hat man dann ein Motorrad genommen und irgendwann ist man aufs Auto umgestiegen. Ja, okay. Und genau diese Evolutionsschritte hat NSU komplett mitgemacht. Ja. Und wann ist dann jetzt hier Audi quasi mit eingestiegen? Das ist, laufen wir noch mal ein bisschen weiter durch. Wenn wir jetzt jedes einzelne Fahrzeug hier durchgehen. Das sind wir gar nicht. Also ich sag mal, die ganzen Autos hier, obwohl hinten haben wir, glaube ich, einen. Ja? Ich muss trotzdem einmal unterbrechen für unsere Zuschauer. Was kostet sowas hier so ungefähr? Was haben solche Fahrzeuge so für einen Wert in dem Zustand, wie sie hier stehen? Das kann ich bei solchen Autos noch so gar nicht einordnen. Reden wir hier eher so von 50, 100, 500.000 Euro? Bei diesen Fahrzeugen hier ist es natürlich auch immer ein bisschen abhängig vom Markt. Weil du findest tatsächlich relativ wenig Leute, die auch ein spezifisches Interesse an solchen Fahrzeugen haben. Weil das ist ja wirklich so auch, das ist ja auch, glaube ich, eine Generation, die ausstirbt oder schon ausgestorben ist. Weil unsere Generation, also noch kenne ich keinen, der Interesse hat, mit so einem Auto das zu sammeln oder damit durch die Gegend zu fahren. Das muss man einfach mal so sagen. Ne? Ja. Und bei Motorrädern habe ich auch im PS-Speicher gelernt, ist es tatsächlich so, dass du die natürlich auch viel, viel einfacher sammelst als ein Auto. So, ne? Weil Motorräder kannst du schön übereinander stellen, ne? Ein Auto gleich 8 Motorräder vom Platz her. Können das quasi im Wohnzimmer schrauben, weil du die Teile, die Komponenten schnell zur Hand hast. Also das geht schon alles einfacher. Ja. Und es gibt Leute, die noch Interesse haben, auch jüngere Menschen an Vorkrieg. Das kommt dann aber meistens immer erst einen Tick später durch. Ja? Obwohl die Technik wirklich faszinierend ist, das muss man wirklich sagen. Man sieht es tatsächlich auf verschiedenen Oldtimer-Rallyes, da wirklich Vorkriegsfahrzeuge auch fahren, da sitzen teilweise echt junge Leute drin, die sich dafür begeistern und da tatsächlich sammeln und auch da wirklich richtig Geld dafür in die Hand nehmen. Ja. Aber es werden weniger. Aber ich glaube, die müssen aber alle, also jeder wird ja zu seinem Hobby irgendwie rangeführt. Also man wacht ja nicht auf und sagt, ich sammle jetzt so Oldtimer. Ja. Da wird bestimmt irgendwie Opa, Uropa, irgendeiner wird so ein Ding mal fertig gemacht haben und dann wächst man da ja schon so ein bisschen rein, finde ich. Ich glaube, dass zunächst, also das hatten wir auch schon mal das Thema, meine ich, also jeder wächst ja so in seiner Generation mit Autos auf. Ob das heutzutage noch so ist, sei mal dahingestellt. Ja. Aber so jeder verknüpft damit irgendwelche Geschichten, irgendwelche Sachen. Also bei uns ist es halt, bei mir ist so das Thema 70er, 80er Jahre irgendwann, wo diese, was das Straßenbild geprägt hat oder was man damals toll fand und das findet man heute toll und möchte es vielleicht haben. Ja, und bei vielen Leuten, mit denen wir uns unterhalten, ist es so, dass wenn sich da dann aber ein Hang zu historischen Fahrzeugen entwickelt hat, sei es zunächst erstmal ein Youngtimer oder dann vielleicht doch nochmal was Älteres aus der Zeit von den Eltern, dann kommt man vielleicht, schafft man dann diesen Sprung rüber und sagt, Mensch, jetzt auf was ganz Altes hätte ich auch Bock, weil man sich so dieser Technik und dieser Faszination so ein bisschen von der jüngeren Zeit annähert. So ein bisschen so, Entschleunigung. Ist, genau, das ist so dieses Thema, das machst du sicherlich nicht mit Anfang 30 oder was, da brauchst du wahrscheinlich ein bisschen Reife dafür. Aber trotzdem kann ich jedem, der Bock auf Autos hat, das mal nahelegen, sich auch mit der Technik zu beschäftigen, weil es einfach echt irre spannend ist. Und einfach. Und es wird nie langweilig. Es wird definitiv nie langweilig. Also man hat noch relativ wenig Elektronik drin. Ja, von daher ist es auch langlebig. Schöne Tröte hier. Ja.
man damals so einen Auspuff hier lang gebohrt hat, ne? Fängt größer, kleiner, nochmal kleiner werden. Ich finde auch hier wieder Thema Technik ist super cool, wenn du da reinguckst. Ich wollte gerade sagen, was ist das für ein Motor? Ja, du hast Motor ist vorne, dann hast du hier noch Vergaser, Kompressor, Ansaugung. Ich wollte gerade sagen, es sieht aus wie Kompressor. Und wenn ihr hier reinschaut, du siehst Schwungräder unten, Zahnverzahnung, alles frei. Ja. Also es gibt hier den NSU 545, das ist der hier, und es gibt noch einen NSU 660, das ist die größere Variante, den haben wir noch in der Sammlung, bei uns stehen. Aber in beiden Fällen ist es so, dass der Beifahrer, der auch mitgefahren ist mit diesen Fahrzeugen, quasi mit den Beinen zwischen dem Kompressor sitzt. Da kann sich jeder überlegen, was da die Folge ist, wenn das Ding mal nicht mehr hält. Vor allen Dingen ausgelagerter Kompressor, der über eine Kette angetrieben wird da hinten. Ja. Also der Motor sitzt eigentlich ganz da hinten und hier ist über die Kette der Kompressor. Wenn du dir vorstellst, dass hier zwei Leute drin sitzen und wie viel Platz hier ist, also ich sag mal, das ist verdammt eng, ja? Also ganz was anderes als heute, wo du bequem im Auto sitzt, da ist echt Kuschelkurs angesagt. Absolut kuschelig, ja. Habt ihr für solche Autos auch Teile? Ganz vereinzelt nur. Ganz vereinzelt. Also wirklich, da gibt es ja kaum noch was. Ich mein, das ist alles vor Krieg gewesen, ja. Da ist fast nichts mehr da. Da ist nichts mehr da, ne? So, und sowas sagst du echt, gibt es eine Szene für die... Ja. Also... Zum Beispiel kann ich auch jedem nur empfehlen, mal an den Sachsenring zu fahren, wenn da eine Oldtimer-Veranstaltung ist oder sowas. Da ist die Motorradszene ganz ausgeprägt. Dann waren wir in der Vergangenheit auch ab und zu mit dabei mit unseren Maschinen und versuchen das auch wieder. Es ist halt bloß manchmal immer ein bisschen schwierig, den Kalender da irgendwie nach auszurichten. Aber da gibt es eine sehr, sehr große Motorrad- und Sammlerszene dafür. Ja. Und das sind halt die damaligen Grand Prix-Maschinen. Ja. Krass. Wie sowas hier so, ne? Ich vermute mal, das soll ein Federbein hinten sein. Ja. Das soll Dämpfer mit Feder oben sein, also diese ganze Schwinge, die so arbeitet. Oder halt hier auch dieser komplett offene Ventiltrieb von damals. Ne? Wie wirklich Ventil aufzugeht, hier mal schnell Ventilspiel einstellen. Aber schon ganz schön, finde ich, wuchtig damals. Ne? Ja. Also das war ja schon richtig. War ja schon richtig Gerät. Ich persönlich bin jetzt kein Zweirad-Fan, aber ich mag tatsächlich diese Anmutung von diesen Motorrädern mit diesem geschwungenen Lenker. Ja. Weißt du, wo du sitzt und einfach so tourenmäßig drauf fährst, das finde ich halt rein optisch, ist das sicherlich cool. Und auch da, die Technik ist zum Teil also leistbar und auch handelbar für einen selbst. Das ist, glaube ich, viel Freizeitspaß oder viel Oldtimer-Spaß für etwas weniger Aufwand vielleicht, als wenn man es mit einem Auto macht. Aber interessant ist zum Beispiel auch, dass wir Motorräder haben, da haben wir richtige Automotoren sogar reingebaut. Echt? Ja. Also V6 Bito? Nee, ein paar Jahre vorher. Also. Ja. 1969 war die Fusion mit der Audi AG, damals noch Auto Union. Auto Union und NSU zusammen. Das ist quasi der fünfte ungesehene Ring. Ja. Das wir dann damit unterwegs sind. Das heißt Ende der 60er Jahre. Die Auto Union gab es aber schon und NSU ist dazugekommen. Genau. Genau, ja. Genau. Richtig. Ja. Auto Union wurde ja gegründet mit den Marken Horch, Wanderer, DKW und Audi schon vor dem Krieg. Ist dann so durchgelaufen bis nach dem Krieg mit verschiedenen Modellwechseln und allem dem, was dazugehört. Und dann ist dann später NSU noch dazu fusioniert. Und dann auch eigentlich, ich sag jetzt mal, für immer aufgeschlungen, nie wieder abgetrennt. Also ist dann für immer auch da drin geblieben. Ja, genau. Wir sind zusammen. Ja. Tatsächlich war sogar Neckarsulm der Hauptstandort damals, die Verwaltung der Hauptstandort gewesen. Und es ist erst später dann nach Ingolstadt gekommen. Ja, und da haben wir natürlich ein super berühmtes Auto, der Ro80 mit dem Wankelmotor, Zweischeiben-Wankelmotor drin. Der ist natürlich, war damals seinerzeit extrem voraus. Ganz tolles Fahrzeug, lässt sich heute auch noch super fahren. Ich hatte tatsächlich mal die Ehre, auch damit zu fahren. Super komfortabel, tatsächlich vergleichbar mit den heutigen Fahrzeugen noch. Was richtig cool ist, es ist eine Halbautomatik. Also einen Fehler darf man bei diesem Auto nicht machen und das ist während der Fahrt die Hand auf den Schalthebel legen. Weil in dem Schalthebel oben drin ist ein Sensor, der die Kupplung auslöst, also die Kupplungsbetätigung und die Kupplung trennt. Das heißt, in dem Moment, wo du die Hand auflegst, trennst du die Kupplung, du schaltest den nächsten Gang, nimmst die Hand weg und der kuppelt seitenweich wieder ein. Und das sieht man, wie weit die damals schon waren, in den 70er Jahren mit so einem Sensor zu arbeiten. Ja. Also und der funktioniert immer noch. Also Wahnsinn, ja. Ich hätte jetzt bei so einer Halbautomatik eher vielleicht erwartet, dass du mit einer normalen Kupplung losfährst mit dem Fuß und dann irgendwie schalten kannst oder so, aber so. Ja, drei Gänge. Das Ding zieht ja, also du kannst eigentlich aus dem zweiten anfahren, du merkst kaum einen Unterschied. Das Ding zieht echt sauber durch. Aber hat sich irgendwie nicht so durchgesetzt. Also durchgesetzt im Sinne von traditionstechnisch, dass das eine richtige Szene ist, oder? Also zumindest waren mir diese Autos nie so richtig bewusst. Da gibt es eine richtige Szene dafür. Also Ro80 und NSU, da gibt es wirklich sehr, sehr viele Clubs auch, die wir regelmäßig bei uns hier auch, also da haben wir guten Kontakt. Wir haben da auch Veranstaltungen, wo die mit dabei sind, zum Beispiel jetzt die 150 Jahre NSU, wo gefeiert worden sind. Da war die komplette Piazza da draußen vollgestanden mit Ro80, mit
Wankelspider, da waren sämtliche Prinzen natürlich, war alles dabei. Wert von so einem Fahrzeug heutzutage ungefähr? Schwer zu taxieren. Ja, also ändert sich ja eh monatlich, aber ob wir hier auch eher 20, 50, 100.000 Euro... Nein, auf keinen Fall 100.000 Euro, 50 auch nicht, eher drunter. Ja, okay. Ja. Gab es aber nur in dieser einen Version oder gab es auch verschiedene von den Wankelmotoren da drin? In dem nicht. In dem hat man nur diesen Zweischeiben-Wankelmotor drin und hier in dem wunderschönen NSU-Wankelspider heißt er offiziell. Wunderscheines Auto, der hat einen Einscheiben-Wankelmotor. Den habe ich dann wiederum schon öfter in der Szene so ein bisschen gesehen. Ja. So, das ist eher so ein Auto, was man auf Instagram dann doch irgendwie mal so, dass irgendwie damit, keine Ahnung, einer in Hollywood mal durch die Gegend schippert oder so. Ne? Also das ist wirklich ein wunderschönes Auto. Klein, kompakt und eben diese klassische Form. Ja. Vor allem richtig klein. Das heißt, die haben dann aber auch die Hälfte an PS, 85 oder ein bisschen weniger dann, weil nur eine Scheibe auch? Ja, die haben weniger PS. 50, ich glaube, 50. Ist also auch für so ein kleines Auto mit dem Gewicht eigentlich ganz okay. Okay, wenn du mit dem Ding mit 153 km/h natürlich gegenfährst, ist das natürlich schon ordentlich. Das war für die damalige Zeit, war das richtig schnell, ja. Wir haben bei dir auch einen in der Sammlung, genau. Einen Rennspider. Wow, ja. Also da ist schon richtig was geboten. Und vor allen Dingen darf man da das Geräusch nicht unterschätzen. Ja. Das rumpelt halt ordentlich im Gebälk. Ist halt einmalig so ein bisschen, ne? Ja. Vor allem Heckantrieb, ne? Ja. Man schon was Gutes. Dabei möchte ich nur als mein Lieblingsmotorgeräusch. Vom Sportwagen ist Gruppe C Mazda mit Wankelmotor. Mm. Wenn ihr euch die Karre anhört, dann schön läuft euch da das Blut aus dem Trommelfell. Das ist total cool. Da gibt es so ein Video. Das ist ja auch das Thema Wankelmotor haben ja viele lizenziert, also viele andere Automarken. Mazda hat es tatsächlich auch in die Serie wiedergebracht. Ja. Da gibt es ja einige Fahrzeuge in der Richtung noch. Ja. Aber hat sich dann doch nie irgendwie durchgesetzt, ne? Nee, schon. Technisch ist es halt anspruchsvoll, den Betrieb betriebssicher und standfest zu machen. Und das war auch damals das, wo dann das Thema mit dem Rohr 80 im Prinzip auch gescheitert ist in der Marke. Genau. Ja. Also das Hauptthema waren die Drehzahlen, weil der durch doch extrem hoch dreht, der Wankelmotor, dass er nicht hoch und runter geht, sondern rund. Und da hat man natürlich Themen mit Dichtigkeit und so weiter. Leider hatte man damals eben nicht die Möglichkeit, irgendwie Drehzahlbegrenzer einzubauen, weil sonst wäre das Ganze vielleicht auch anders gelaufen, weiß man nicht. Ach, die hatten gar keinen? Nee, gab es ja nicht. Das wäre ja auch mein Tod. Weil ich auch immer so ein Drehzahlfahrer bin. Ja, aber das ist also vom Motorprinzip her, auch vom Laufgefühl her und so weiter, ist das echt eine steile Sache. Und die haben einen Wankelmotor ja in verschiedensten anderen Sachen eingebaut. Wir haben ja so einen Vorläufer vom... Was haben wir hier vom Skido, hätte ich fast gesagt. Solche Sachen, Snowmobil oder ein Jetski-Vorläufer, so ein Teil, wo du halt Skikraft heißt das, wo du hinterhergezogen wirst und so weiter. Also es gibt verschiedenste Varianten. So, die Kisten hier, die kennt man ja. Das ist natürlich das Volumenmodell hier gewesen in Neckarsulm, der Prinz. Damit identifiziert man NSU, Neckarsulm. Das ist unser Thema. Ist dann auch direkt, finde ich, aber auch wieder eine Karosserieform, wo man sich auch direkt dran gewöhnt und die irgendwie geil aussieht. Ja, so haben früher die Autos eben ausgesehen, ja, kastenförmig. Ja. Und was natürlich super bekannt ist, sind die aufgemotzten Prinzen, genau, die wir da haben. Haube hinten offen. Mit hinten offen, damit genug Luft reinkommt. Als Serienvariante auch NSU-TT oder NSU-TTS. Dann halt heiß gemacht, ganz speziell auch natürlich immer ein Auto gewesen für Bergrennen. Sehr populär gewesen bei Bergrennen. Slalom, ja, weil die Karre ist einfach leicht, fährt wie ein Kart. Sieht auch aus wie ein Kart, wenn man so will. Ja. Ist sicherlich von den motorsportlichen Ambitionen, wenn man welche hat, gerade im Breitensport, sehr populär gewesen und ist es auch heute noch. Also so in historischen Motorsportveranstaltungen findest du immer wieder den einen oder anderen NSU, der damit fährt. Und der Riesenvorteil von den Dingern ist halt einfach auch das Gewicht. Ja. Also der hier mit 650 Kilogramm, da hat man nicht viel Mast zu bewegen, da geht was. Ja. Auch mit relativ kleinen Motoren, wenn man das mit heutigen PS-Zahlen da vergleicht. Ja, aber da sieht man mal, wie stark... Guck mal, hier so ein Zurechtgemachter hat damals dann 120 PS gehabt, wie stark doch dieser Wankelmotor eigentlich so ist, ne? Dafür, dass es dann halt nur ein Serienmotor war. Ne? Ja. Und hier ist ja schon alles, volles Ballett, was man hier so drauf zimmern konnte, ist hier ja schon mit Vergasern und allem drauf. Ich würde sagen, jetzt bewegen wir uns mal ein bisschen Richtung Neuzeit. Genau, also machen wir. Sagt man da Neuzeit also, zu? Nee, eigentlich Neuzeit ist Youngtimer, aber jetzt vielleicht zu dem Thema Neckarsulm, auch die jetzt nach NSU, die Produktion hier in Neckarsulm, was halt hier so entstanden ist. Und dann halt zu unserem wirklichen anderen wichtigen Thema noch. Genau. Wenn man jetzt darüber guckt, zum Beispiel da, wo wir lang gehen, Audi 200, Audi V8, sind immer großen Baureihen, die hier auch in Neckarsulm gebaut wurden und immer noch werden. Ja, A6, A7, A8 als quasi legitime Nachfolger der damaligen Serie Audi 100, 200 und auch Audi V8. Ja, und das sieht man halt hier, haben wir noch zwei Autos ausgestellt. Ganz, ganz interessant in dem hier.
steckt sogar ein Wankelmotor drin. Echt? Der ist verbaut worden. Serienmäßig oder umgebaut? Nee, das war nur ein Prototyp, wo sie probiert haben, ja. Weil Neckarsulm oder NSU stand natürlich für den Wankelmotor und da wollte man natürlich das Thema auch wieder weiter forcieren, ist aber dann schlussendlich leider gescheitert. Ist aber ein One-Off, ja? Also gibt nur den und als Prototypen einbauen, das macht die Sache echt speziell. Hat sowas dann bei euch theoretisch als Prototyp eine Zulassung? Eine Prototypenzulassung. Aber ja, wir bringen die Fahrzeuge nicht mehr in Betrieb. Okay, also ihr könnt ihr nicht irgendwie auf Veranstaltungen oder sowas fahren in der Richtung? Also ich sag mal, auf einer geschlossenen Veranstaltung wäre das wahrscheinlich mit viel Aufwand möglich, das Fahrzeug noch laufen zu lassen, aber das machen wir nicht. Weil tatsächlich, und das ist ja immer unser Thema, die Abwägung zwischen Originalität, Originalität zu erhalten und dem Risiko, dass dann irgendwas passiert. Ja? Und wenn es da Techniken gibt, die noch nicht ganz ausgereift sind, so gerade bei Prototypenfahrzeugen, passt du einfach auf und wägst einfach ab. Dann bringe ich das Fahrzeug in Einsatz und riskiere eventuell, dass ich es nie wieder tun kann und es nicht mehr komplett ist, weil es kaputt ist. Oder aber lasse ich es lieber so und bewahre das Fahrzeug so, das wie es ist. Das ist auch so ein bisschen die Thematik von dieser Videoreihe, ist der Aufwand, der dahinter steckt, diese alten Traditionen irgendwie aufleben zu lassen. Ja. War das so in den Nachkriegszeiten auch so? Nee, da hat man sich gar nicht drum gekümmert. Da war alles ganz egal. Da hat keiner angefangen, irgendwelche Sachen zu sammeln, irgendwelche Museen aufzubauen und so weiter. Ich glaube, das kam jetzt dann später erst wieder. Also ich denke, dass das wirklich wesentlich seltener war, sagen wir mal so. Ja. Heute ist es wesentlich normaler so oder wesentlich gängiger, dass man Sammlungen macht oder die Fahrzeuge aufhebt. Früher war es die Ausnahme. Die klassischen Scheunenfunde, wo man hat, da hat sich keiner drum gekümmert. Weil, wenn man sich überlegt, 700 Exponate etc., das kostet ja alles auch richtig Geld. Man muss dazu sagen, es sind nicht alles einsatzfähige Exponate. So, ja, aber also, trotzdem. Da gibt es auch was, wo man eine Restauration der ganzen Sache gut zu Gesicht stehen. Das ist jetzt nicht wie jemand, der Bücher sammelt, der ein großes Regal hat, wo du alles reinstellst, sondern man muss ja auch selbst um solche Fahrzeuge sich so ein bisschen kümmern. Die kann man ja nicht einfach wegstellen und in 30 Jahren wieder rausholen. Ja. Das ist richtig. Das ist ein großer Aufwand, ja. Das heißt, wie refinanzieren wir sowas? Weil hier kostet ja noch nicht mal Eintritt. Hier kann jeder einfach so rein sich das angucken. Genau. Was ja eigentlich für ein Museum auch unüblich ist, weil normalerweise Museum kostet ja immer Geld. Ja. Es ist tatsächlich so, dass wir dankenswerterweise von dem Unternehmen die Möglichkeit kriegen, also die Sammlung auch zu erhalten, weil es dem Unternehmen ganz einfach auch wichtig ist, die Geschichte, die Historie zu bewahren. Und wir sehen uns natürlich auch so ein bisschen als, bisschen despektierlich, aber so als stählernes Archiv. Letzten Endes belegen wir mit den Fahrzeugen, die wir sammeln, die Produkthistorie der Marke und bilden damit die Markenhistorie halt ab. Ja, und das ist also uns natürlich als Tradition wichtig, aber auch dem Gesamtunternehmen wichtig, dass das gezeigt und erhalten wird. Und ich glaube, es hat auch extrem viel zu tun mit Qualität und Vertrauen in eine Marke, dass man so schon noch so ein bisschen daran erinnert, was man ursprünglich, wo man herkommt und so weiter. Also das machen heutzutage viel zu wenig, deswegen frage ich, wie sowas überhaupt abläuft, weil ich kann mir so grob vorstellen, was für ein Aufwand dahinter ist. Das ist ja wirklich nicht, weil man könnte ja auch einfach sagen, tschüss und jetzt sind wir hier und alles, was Vergangenheit ist, ist egal. Genau. Aber das ist ja auch ein großes Merkmal. Ja? Also wir haben eine wahnsinnig vielschichtige Vergangenheit und eine wahnsinnig vielschichtige Geschichte, auch mit den ganzen Marken, die noch dazugehören. Was uns, also andere Marken haben auch eine Historie, was uns aber zudem nochmal unterscheidet, ist halt tatsächlich, dass wir aus verschiedensten Herstellern zu einem geworden sind. Ja? Also das spaltet sich ja irgendwann nach hinten in die Historie fächermäßig auf, um die einzelnen Geschichten der einzelnen Marken abbilden zu können. Und das Ganze auch immer wieder zu betrachten und auch zu archivieren und da halt auch immer weiter die Geschichte sozusagen zu erforschen, wenn man das so möchte, ist halt schon kein geringer Aufwand. Und dann kommt ja noch das Thema Motorsport dazu. Das kommt auch noch dazu. Das ist ja nochmal ein Thema, was ja nochmal den Rahmen sprengt, in Anführungsstrichen, weil da gibt es natürlich Geschichten ohne Ende. So, ne? Ja, und pro Fahrzeug auch nochmal ein extrem hoher Aufwand, ein Wartungs- und Erhaltungsaufwand. Teile. Wobei viele Autos auch noch, Teile ist sowieso speziell beim Rennsport nochmal eine ganz andere Nummer. Wie ist das mit Motorsport? Läuft aber auch unter Tradition. Ja, genau. Läuft auch bei uns. Weil durch die Heiligenhallen müssen wir einfach auch nochmal durchlaufen, wo diese ganzen Motorsportfahrzeuge sind. Das stellen. Ist dann nochmal eine Geschichte, die wir machen können. Aber sehr gerne, da würde ich mich sehr drüber freuen. Weil das ist ja nochmal eine ganz andere Liga. So, ja. Also ich weiß, es gibt einfach Leute, die auch das hier interessiert, deswegen zeige ich das auch so gerne. Ja. Aber diese Motorsportzeiten aus den 70er, 80er, 90er, 2000er, ich weiß nicht, es geht wahrscheinlich bis 2020 oder so aktiv, weiß ich, die letzten Autos da, also so die LMP-Zeiten. Wir haben schon das erste Dakar-Fahrzeug auch übernommen in die Sammlung. Ja. Also wir sind da ziemlich, ziemlich aktuell, was Motorsportfahrzeuge angeht. Also auf DTM haben wir ja den 2020er sogar. Ja. Genau, der steht jetzt gerade hier. Der steht nämlich. Ansonsten, also wir sind, also was die Motorsport-Historie angeht, ziemlich aktuell. Das ist dann Video Nummer 7. Ja. So, jetzt gehen wir erstmal hier zu unseren Chromfahrzeugen. Ja, genau. Ich habe tatsächlich beim Stöbern in eurem Online-Shop gesehen, dass tatsächlich der 8er jetzt schon gelistet ist. Ne? Ja, natürlich. Gibt es auch schon Vereinzelteile. Ja. Aber hier sehen wir jetzt zum Beispiel
einfach die Kompetenz von Neckarsulm, Aluminium, Leichtbau. Das ist genau das, was wir hier darstellen wollen. Ja? Das heißt, der A2 damals war ja Aluminiumfahrzeug. Übrigens für uns im Ersatzteilwesen haben wir den schon übernommen. Ja, da liefern wir schon sehr, sehr viele Teile dafür, für den A2. Und dann eben hier auch der A8, ja, Alum Space Frame, ASF. Bekannt, und das zeigt eben die Kompetenz hier am Standort in Neckarsulm. Ich vermute mal, mit dem Alu wolltet ihr einfach zeigen, dass man halt Alu polieren kann und theoretisch auch so lassen kann, was mit Stahl halt nicht gehen würde, weil es sofort anfangen würde zu rosten. Genau, und einfach zu zeigen, hey, hallo, hier haben wir die Alu-Kompetenz. Ja? Also das eben einfach aufzuzeigen. Das heißt, die Basis von allen drei war ein Alurahmen. Ja. Ich meine, das war auch der allererste Alurahmen, den es gab im A8. Ne? Genau, ja. Richtig, ja. Das war ja der D2 quasi, erster A8. Und das ist halt angefangen mit dem ASF, mit dem Space Frame. Das ist eigentlich ein Auto, was in unserer Szene maßlos unterschätzt wird, weil die kosten ja auch nichts, die ersten Modelle davon. Ja. Aber ich behaupte, wenn man mal da alles rausruppt, was halt so Luxus ist, und da eigentlich ein Auto für, egal ob es jetzt geradeaus oder Rundstrecke rausmacht, glaube ich, hat man tatsächlich eine Basis, wo es schwer wird, ein Auto zu finden, was tatsächlich am Ende leichter ist. Ne? Ja, wobei ich aber echt sagen muss, also der D2 insbesondere bei uns im Ersatzteilservice hat einen extrem hohen Stellenwert. Also da sind wir. Ja, nee, klar, die Szene dahinter ist riesig, also das geht ja auch. Da gibt es schon viele. Auch hier da sind wir glücklicherweise auch relativ gut aufgestellt. Den gab es ja auch mit dem 6.0er Motor, mit dem 12-Zylinder. Haben wir einen in der Sammlung in Silber. Total geile Karre. Ja. Also echt cool. Weil es ist halt, man hat Platz für Räder, für Motor, großen Innenraum. Ja. So, jetzt haben wir uns ein Stück weiter bewegt. Ja? Wir sind nicht mehr oben in der Ausstellung zum Thema 150 Jahre NSU, sondern wir haben hier unten noch eine weitere Sonderausstellung kreiert. Zum Thema 40 Jahre Audi Sport, also Marke Audi Sport, wo natürlich auch die ganzen sportlichen Fahrzeuge herkommen. Und wer kann das sonst besser wissen als du, wenn es darum geht, um sportliche Audis irgendwie hier wieder vorzufinden? Und das sehen wir ja auch im Hintergrund schon. Da gibt es mit Sicherheit welche, die das 10-mal besser können auf jeden Fall, weil mein Herz war ja bisher wirklich einfach immer nur RS4, B5 und darüber hinaus, leider zu Zeiten, wo es ja noch bezahlbar war, so ein 5-Zylinder-Turbo irgendwie zu erwerben, was ja heute komplett vorbei ist, da war das noch gar nicht so mein Fokus. Glaube ich. Wobei, hier stehst du gerade vor was relativ Speziellem, weil 1996 ist das Auto auf den Markt gekommen als Audi S6 Plus. Und als S6 Plus war das tatsächlich das erste Fahrzeug, das die Audi Sport GmbH in Eigenentwicklung auf Basis des Audi S6 drauf entwickelt hat. Damals allerdings noch als der Quattro GmbH. Genau. Ja. Und selbst entwickelt oder auch selbst gebaut hat dann? Nee, also das war nur entwickelt, aber da sind ja im Prinzip keine großen anderen Teile dran an dem Auto, sondern es war ja mehr auch ein Elektronikthema, wo da gemacht worden ist. Und das hat die Audi Quattro GmbH damals als erstes Fahrzeug, wo die Audi Quattro GmbH auch als Fahrzeughersteller eingebaut war. Gab es das Fahrzeug auch als Limousine oder nur als Avant? Als Limousine ist das ein seltenes Auto, weniger als 100 Mal gebaut, als Kombi ein bisschen häufiger, aber auch weniger als 1000 Mal gebaut. 800 und gerade. Genau deswegen, das zweite Fahrzeug dann von der Quattro GmbH, das eigene, war dann eben der RS4 B5 und da hat man natürlich bekannterweise nur mit dem Avant ist man da durchgegangen am Anfang. Ich hätte halt auch niemals gedacht, dass das, also doch, mittlerweile weiß man, dass alles irgendwann rar und begehrt wird, ne? Weil das waren ja auch generell die S6, das waren ja keine Autos, die jetzt irgendwie utopisch beliebt waren. Nee. Wenn, dann wollte man immer S2, RS2 und so weiter haben und S6 eher weniger. Ja. Haben die immer diese Verbreiterung gehabt? Ja. Oder nur der Plus? Ja, ja, der Plus. Ja, der Plus. Also nur der Plus. S6 hatte das nicht. Nur der Plus. Also andere Radgrößen und zum Beispiel bei dem Auto auch, was auch, glaube ich, relativ unbekannt ist, du hast bei den Autos in den oberen Gängen eine kürzere Getriebeübersetzung gehabt. Mehr Leistung, 326 PS, stand übrigens gegenüber dem Mercedes 500e, war gleicher Zeitraum, gleiche Leistungsspektrum. Ja, Wahnsinn. So ein Auto ist dann von euch restauriert oder habt ihr den zum Glück so bekommen? Also das ist unterschiedlich, bei dem Auto speziell weiß ich es jetzt nicht, aber es ist unterschiedlich. Manchmal bekommen wir eben das letzte Fahrzeug aus der Produktion, manchmal bekommen wir dann eben Fahrzeuge zurück, die wir dann eben im Audi-Fuhrpark haben und die bekommen wir dann in die Sammlung rein. Oder wir kaufen an. Gibt's auch. Weil der sieht schon so, wenn man sich so die ganzen Details anguckt, sieht schon auch krass gut aus. Ne? Der Wagen hat eine Überholung hinter sich, also der hat schon mal Farbe bekommen und so weiter und so fort. Also der ist schon mal, ich sag mal, nicht restauriert worden, aber gut revidiert worden. Mhm. Wisst ihr, ob die Leisten und Dachreling, war das original schwarz glänzt? Serie. So krass? Ja, also war Serie, also schwarzer Grill und diese schwarze Applikation ohne Chrom war Serie. Weil da, hier persönlich, ich bin normalerweise nicht so der Schwarztyp, liegt daran, weil ich es halt beim B5 gerade geil finde, diesem Alu-Papier. Ja. Aber hier finde ich, zu dem Silber passt das irgendwie mit Schwarz gerade. Gut, kommt immer mehr im Moment, ne? Das Schwarz, im Moment wird alles schwarz gemacht. Ja. Ganz kurz noch vielleicht ein seltenes Stück, RS6 Limousine, sieht man auch nicht häufig. Heute ist Limo-Thema, ne? Ja, heute ist Limo-Thema, ja, Alter, wir kommen ja gleich, das Thema Kombi können wir ja gleich vielleicht noch ansprechen. Aber tatsächlich,
RS6 Limousine hat, ist halt... Hat ein Kumpel von mir in Hannover gehabt und tatsächlich sogar ein Weiß. Ja, okay. Eine, Weiß, Hammer. Eine Weiße. Hammer. Hat er damals auch immer erzählt, gab es glaube ich, weiß ich nicht, 4, 8, 12 Stück von oder so. Ganz wenige irgendwie. Absoluter Knaller. Und wo ich jedes Mal dran denke, bei KKS steht glaube ich auch einer. Und KKS, genau. Die haben eine dunkelblaue, glaube ich. Ne? Dunkelblaue, ja. Auch umgebaut hier mit 1200 PS oder so. Ne? Ja, okay. Das war ja dann der erste von der Quattro GmbH RS-Modell, wo dann tatsächlich als Limousine dann auch verkauft worden ist. Mhm. Ja. Beim RS4 B5 gab es das ja noch gar nicht. Ja. Aber nach dem B5 war es aber tatsächlich so, dass eigentlich keiner eine Limousine haben wollte. Ne? Also da hat man es definitiv geschafft, den Leuten dieses Kombi-Geil-Finden beizubringen. Ne? Weil ich weiß, dass die waren preistechnisch am Anfang immer 5.000 Euro unter den Kombis. Das kann gut sein, ja. Und es war, Audi ist aber auch schon denn mit dem RS2 schon eine Kombi-Marke geworden. Das hat das ganze Thema ja so ein bisschen geprägt. Ja. Eigentlich absolut underratedes Auto, finde ich. Ja. Weil V8 Biturbo ist der mittlerweile wie ein Motor, der jetzt wieder in den ganzen Autos drin ist. Ja. Ich weiß, zu den Zeiten, wo solche Autos noch moderne Autos, vorsichtig gesagt, waren, da war halt das Getriebe immer das Problem. Ja. So, die haben ja so eine langsame Automatik drin und dann haben die ersten angefangen, die auf den Schalter umzubauen und auf einmal wollte jeder so ein Auto haben. Jetzt wiederum ist es wieder so, jetzt ist es ja wirklich ein richtiger Klassiker, jetzt ist es auch irgendwie geil, mit dieser Automatik im V8 Biturbo durchgehen zu fahren. Ja. Deswegen kommen die wieder. Ne? Das war auch tatsächlich das Thema damals, dass die Kraft, das manuelle Getriebe die Kraft überhaupt aufnehmen kann. Deswegen ist man da auch stärker in die Richtung Automatik gegangen. Aber jetzt sieht aus wie neu, ne? Ja, der ist auch neu. Also, der sitzt sich ja wirklich so aus, als wenn er gerade aus dem... Ja, der Wagen, der hat keine Kilometer, ist glaube ich als Neuwagen bei uns reingenommen. Das macht ihn noch seltener. Und auch rot, ne? Rot ist natürlich auch noch eine Farbe. Ja. Ja, ich würde sagen, vielen, vielen Dank für diese Einblicke. Gerne. Für dieses technische Wissen über Jahre. Gerne, ja. Das war Teil 1 aus Neckarsulm. Ulm. Perfekt, du kannst das. Also, genauso wie ich mich konzentrieren muss, Timo und Nico, bin so irritiert, Nico im Quadrat heute, Neckarsulm. Ja. Ich werde es morgen wieder vergessen und nachher im nächsten Video mal falsch sagen. Aber wir haben ja noch ein Video zum Üben. Wir haben ja noch ein bisschen was, ne? Ja, genau. Ja, nee, vielen, vielen Dank. Trotzdem interessant gewesen. Ich habe auf jeden Fall wieder ein bisschen was gelernt heute. Gerne. Und jetzt kommen wir zu dem Stück der Begierde. Aber das seht ihr im nächsten Video. Und tschüss.